So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Jawohl, ich hatte gestern schon eine Folge aufgenommen gehabt. Aber tatsächlich war es so, dass ich das Mikrofon ausgeschaltet hatte. Vorgestern, man hat mich immer so gesehen dann. Und bringt ja nichts, wenn Mikrofon nicht an ist, ne? So, wisst ihr gar nicht, was denn los ist. Ne? So, weiter geht's. Also, nochmal. Dummerweise kann ich das natürlich nicht rückwirkend, also, ne? Ich kann das jetzt nicht wieder zurückspulen. Es war eh nur bla bla bla, ne? So. Sein Gesicht hält sich auf. Ich bin zwar immer noch am Abwägen, aber er scheint bereits überzeugt davon zu sein, dass nun alles geklärt ist. Pass auf, und zwar ging es um Folgendes. Da wir ja Zauberer sind, haben wir uns jetzt mit ihm hier mit Nikolai geeinigt, dass er uns vielleicht das beibringt. Vampir-Zauberer, wisst ihr Bescheid? Ne? Ja, er kann also auch zaubern wohl. Los geht's. Ich werde dir helfen. Wenn du mir vertraust, wirst du deine Kräfte schon sehr bald selbst kontrollieren können. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Sehr schön, wann legen wir los? Und wo fahren wir hin? Wir können morgen Abend mal schauen. Also, falls du nichts anderes vorhast, wir können einen Plan aufstellen, um deine Kurse und Lori damit unter einen Hut zu bekommen. Vergiss nicht, dass ich auch noch ein wenig Zeit für mich selber brauche. Entweder willst du was lernen oder lässt es bleiben, ne? Ja, na klar doch. Du wirst sehen, Sahnetrufelchen, wenn du uns eine Chance gibst, wird dein Leben hier deutlich leidenschaftlicher werden, als es bislang für dich war. Das ist aber auch nicht allzu schwer. Was? Ja gut, die müssen dafür nicht viel tun wahrscheinlich, ne? Doch eigentlich schon. Die hat sich ja nun gar nicht wohlgefühlt. Ey, ich tipp doch schon längst. Alter, Spiel ist ausgegangen, einfach so. Nein, es gab wer? Was? Was ist denn das? Das Spiel ist einfach ausgegangen. Ach, herrje. Deck. Nein, es kommt eine Werbung rein. Eine abhängende Werbung. Oh, nee, ja, ne? Ist das Spiel gerade abgestürzt. Ne? Was willst du mal machen? Jetzt wird hier nochmal wieder neue Werbung reingejagt. Ne? Mal gucken. Okay. So. Das, genau, da war wir stehen geblieben. Das ist aber auch nicht allzu schwer. Genau, weil es nicht so schön da war. Und wenn jetzt nochmal was passiert, dann werde ich wütend mit dir. Wie ist er denn? Ich gehe dann mal. Das erste Mal, dass wir die bewegend weggehen sehen haben. Wir gehen die Treppe runter und laufen in den Essraum. An seiner guten Laune kann ich erkennen, dass ich mich so entschieden habe, wie er es sich gewünscht hatte. Ja, wahrscheinlich, genau. Er hat gewonnen. Wir haben uns auf den Sieg geeinigt. Eigentlich ja. Im Austausch dafür, dass er mir dabei hilft, diese Kraft in mir zu zähmen, habe ich mich bereit erklärt, auf unbestimmte Zeit bei ihm zu bleiben. Das ist ein Deal, in dem ich mich nicht benachteiligt sehe. Ich weiß, dass das jetzt völlig bescheuert ist. Ich habe soeben erfahren, dass ich bei einer Vampirsfamilie lebe und bin jetzt darauf und dran, mit ihnen zu Abend zu essen. Aber die Situation hat sich verändert. Schon bald werde ich gelernt haben, mich zu verteidigen. Und dann werde ich nicht mehr die gleiche sein. Oh, Peter. Als ich in den Essraum komme, sitzt Peter an seinem angestammten Platz. Wo sind die anderen? Lori ist in ihrem Zimmer. Sie hat keine Hunger. Ist gut, Peter. Sie weiß Bescheid. Sie hat letztendlich alles verstanden. Peter sieht mich verblüfft an. Wie? Herr, ich verstehe nichts. Ich grinse ihn überlegen an. Ich schaue ihn ein wenig schuldbewusster genommen. Ich schaue ihn überlegen an, ne? Ich hab Flock dabei. Ne? Wenn ich mir rückblickend genau überlege, war es nicht allzu kompliziert, darauf zu stoßen, was bei euch los ist. Ihr seid ja nicht allzu diskret damit umgegangen. Du bist hier trotzdem die Erste, die es herausgefunden hatte. Huch, was? Nein, jetzt nicht. Keine Videos gucken. Sicher, weil ich so begabt bin.
In deinen Augen ist der Mystery Spellet etwas einfacher, nur gute Bemittelte aus der Familie. Unsere Vater zu den Namenhaften in dieser Stadt. Und wir sind der einfache. Lasse mich in Ruhe. Studentin. Außer Nikolai. Der kümmerte sich um diese Familienangelegenheiten. Und um euch. Und das ist oft alles andere als erholsam. Ich bin nämlich nicht derjenige, der bei dir für die graue Haare sorgte. Sicher, apropos, wo ist eigentlich unser werter Bruder? Weißt du das? Nein, nein. Nikolai seufzt mich überrascht nicht, dass Drogo derjenige ist, der für die meisten Probleme sorgt. Er vermittelt mir gegenüber den Eindruck, dass er einfach macht, was er will. Peter dreht sich zu mir hin und sieht mich sanftmütig an. Ach, der sieht auch schnuck, auch niedlich, auch, ja, du bist ein kleiner süßer Butschi, ne? Dann sei ihr herzlich willkommen in unserer Familie, Sande Trüffelchen. Und dieses Mal werde alles sehr Gute. Ihm danken. Danke, lieber Peter. Oh, jetzt kommt Werbung, Augenblick, das ist ja immer so scheiße hier. So, wir haben auch gleich direkt hier gepuzzelt, hätte ich beinahe gesagt. Ich meine nicht gepuzzelt, sondern hier Karten gelegt. Nein, wir schauen uns jetzt kein extra Video an. So, ja, 100 Punkte, genau. So, los geht's. Ich hoffe ganz einfach, dass es zwischen uns nun keine weiteren Geheimnisse geben wird. Ich muss viel von euch lernen. Nikolai wird mir dabei helfen, meine Fähigkeiten zu entwickeln. Er sieht seinen Bruder stutzig an und hebt überrascht die Augenbraue. Du hast es, das hast du ihr auch gesagt, ey. Sie war bereit. Sie war bereit, Absorn. Peter nickt und richtet seinen Blick wieder auf mich. Er lächelt, was mich schon einmal beruhigt. Versuche bitte, por favore, eine nette Zauberin zu sein und unsere arme Vampire, die wir nun einmal sind, dir nicht so stark zuzusetzen. Ich schaue ihn spöttisch an. Ich will dir ja nicht so nahe treten, aber ich werde euch sicher nicht unterschätzen. Ich bin überrascht, weil er auf einmal lachen muss. Zumindest ist die Stimmung jetzt herzlicher als bei meiner Ankunft. Wenn sich das jetzt langsam einbürgert, werde ich mich hier sicher auch wohlfühlen. Ich freue mich darauf. Ich werde dennoch aufpassen müssen. Ja, auf Drogo. Das ist ja immer trotzdem ein A-Loch. Oh, vorbei heute. So, meine lieben Leute, das war's für heute. Ja, wie gesagt, die Folge hätte eigentlich gestern rauskommen sollen. Jetzt haben wir ein bisschen mit Abstürzer drin in dieser Folge. Ist nun mal so, wenn man vom PC aufnimmt. Kann aber auch auf dem Handy passieren. Das Gute beim Handy sind gleich aus und Aufnahme gelöscht. Hier kann man sich dann mein Desktop anschauen, mit was ich das aufnehme, mit wie ich das überhaupt spiele. Ne, das habt ihr jetzt auch gesehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.